Wunderschönen guten Tag, liebe Freunde. Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Bollo und Kornel. Die einzigen Leute, die wirklich auch tatsächlich eine Meinung haben, die interessiert. Und wir haben natürlich auch eine Meinung zu Fragen an Camgirl. Oder zumindest möchte Kornel gerne, dass wir da eine Meinung zu haben. Ja. Ich habe Angst, was da jetzt passiert. Ich hab wirklich Angst. Ich habe Angst. Nee, ich bin... Komm mit Sorgen. Ja, bla bla bla. Ich bin ja sehr gespannt, was... Also ich hoffe, es wird gefragt, wie das ist mit einem Freund. Ich hoffe natürlich, sie ist Single und sie ist offen und hat Bock. Ne, dann würde ich mal eine PN schreiben und dann gucken wir mal. Ne? Ich hätte ja gerne Camgirl als Freundin. Bin sehr gespannt. Ja, du willst ja nur das Haus von Bibi haben und das geht natürlich mit Camgirl als Freundin ganz gut. Das würde gut funktionieren. Ja, ja. Das würde auf jeden Fall erstmal erhöht die Chancen. Und ich sag mal so, wenn dann so im Abend 10.000 Euro zusammenkommen, dann kann der dicke Freund aber für Couple-Action kommen. Kann ja, ne? Ordentlich bei Lieferando bestellen. Ne, nee, nicht, dann gibt's Couple-Action in der Cam, ne? Ach so, yo, Kapletschner Camp. Dann kommt der Buddha auch rein in, der, in die Camp. Stark. Camp. Ja, mega gut. Okay, ja gut. Dann auch mal raus, das Ding. Mein Name ist Hanna. Ich bin 24 Jahre alt. Früher war ich Krankenschwester. Heute erfülle ich fremden Männern ihre Fantasien vor der Webcam. Okay. Warte ja. Ganz kurz. Wir wollen sie auch sehen. Sie war Krankenschwester. Ja. Und ich sag dir, 85% aller Krankenschwestern könnten ein super Camgirl sein. Die sind immer hübsch. Es ist verrückt. Ach, du immer mit deinen Krankenschwestern. Also, ich bin ein großer Freund. Das Ding ist ja, du bist ein großer Freund, du hast gar keine Ahnung. Wie oft hast du schon im Krankenhaus gelegen? Einmal. Und ich hatte da auch eine Krankenschwester, in die ich mich leicht verliebt habe. Ich war schon oft im Krankenhaus ja, und kann sagen... Deine 85% Camgirl-Geschichte, die gehen nicht auf. Okay, sagen wir bei den unter 32-Jährigen. Weil manche Frauen hören halt im Alter auf. Ne? Wenn die irgendwann merken, es ist vorbei, dann geben die auf. Aber ja, es gibt schon... Krankenschwester finde ich erstmal eine gute Basis für ein Camgirl. Das finde ich gut. Ich ja? nicht. Mit Krankenschwestern verbinde ich immer nur Qualen und Schmerzen und so. Das ist direkt... Wo ich mir denke, oh Gott, nein. Also gibt es bei dir im Schlafzimmer auch keinen Krankenschwestern-Cosplay? Auf gar keinen Fall, nein. Nein, das würde ich nicht machen. Okay. Das ist für mich der ultimative Abtörner. Ich kann auch nicht, wenn im Porno irgendeine Pornodarstellerin Krankenschwester-Dings anhat, ist sofort vorbei bei mir. Wirklich? Und dann krempelt er sich sofort nach innen. Ist instant vorbei, mach ich nicht. Ja, gut. Da sind halt ja. tiefe Schmerzen aus der Kindheit und Jugend. Ne? Hi, Hanna. Hi. Kitschbeef möchte wissen, wie wird man Webcam-Girl? Ja, gut. Ich war ja Krankenschwester und habe mich damals schon immer ganz gerne freizügig so vor der Kamera gezeigt und hatte damals schon so Shootings mit ein bisschen weniger Stoff. Und ob man das gerne macht, da bin ich schon wieder so ein bisschen... Warum sollte man das nicht gerne machen? Ja, aber was macht denn daran Spaß? Naja, ich könnte mir... Wo ist denn da der spaßige Teil, Kornel? Sich nackig vor der Kamera zu regeln. Weißt du auch nicht, ne? Ja, doch. Hast auch keine Ahnung. Da müsste man jetzt einfach mal ehrlich sein. Ich hätte jetzt gerne eine ehrliche Antwort gehabt und zwar, wie wird man Camgirl? Du guckst auf dein Bankkonto so. Irgendwann guckst du auf dein Bankkonto und denkst dir, boah, ich hatte jetzt wieder 60 Stunden Wochen das? Mega geknechtet, war das wieder anstrengend und am Ende irgendwie ein bisschen wenig Geld. Ja. Kann ich das auch anders haben? So. Und dann kam die Idee, ne? Da gibt's doch diese Frauen im Internet, im Interweb. Die ziehen sich aus und dumme Männer geben jede Menge Geld dafür aus. Das kann ich doch auch. Ja, aber denkst du nicht, dass das Spaß machen kann? Also ich meine, wenn du jetzt mir sagen würdest, Wollo, kannst du dir vorstellen, dass Stream Spaß macht? Nein, kann ich mir nicht vorstellen. Das macht keinen Spaß, das macht man für Geld. Naja, du. Genau so ist das. Das ist ja nicht mit nur... Also ich habe halt nicht den passenden Körper. Wenn man den passenden Körper hat, macht es vielleicht Spaß. Aber so kann ich es mir ehrlich gesagt... Ja, natürlich. Aus meiner Position heraus, aus meiner fetten Position heraus, kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass es Spaß macht, mich auszuziehen. Ja, aus meiner Position auch. Ich schäme mich da immer nur. Also das verstehe ich. Aber wenn du so einen richtig geilen Körper hast, wo du weißt, so die Leute geiern drauf, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es Spaß macht, damit halt einfach zu spielen und coole Fotos zu machen. Und es ist ja auch eine Art, ne, und du hast ja auch angefangen mit YouTube und so, weil du ja Spaß dran hattest. Das war ja. Und weil ich hatte auch ein bisschen das Gefühl, ich könnte damit vielleicht eine Frau ergaunern. Ja. Das,
der Fame-Bonus könnte mir eine Frau einbringen. Habe ich mal gedacht. Ja, daran denkt so, jeder Gamer. Ja, ja, klar. Ja, mal den Ex-Freund einfach die Idee gehabt, Mensch, lass uns doch einfach mal... Mit ihrem Ex-Freund. Der hat's gemacht. Ja, tatsächlich habe ich das ja auch schon vorgeschlagen. Ne? Ich habe den Vorschlag eines My Dirty Hobby-Kanals schon angebracht. Gegenüber Chubby. Und ihre Antwort war, jetzt halte ich fest, Cornelius, nein. Hä? Bist du auf der einen Seite wieder, will die reich werden? Ja, was soll das denn? Aber auch nichts dafür tun wollen. Die will nichts so, tun, Alter. So sind sie alle. Mach mal mit. Nichts wollen nicht hustlen, Alter. Ich sag hier, wir hustlen My Dirty Hobby raus, nein. Die kann doch erstmal so ein bisschen irgendwo angehen und mal gucken. Die soll sich nicht so anstellen. Ja, Mann, mit Reichweite, mit meiner Reichweite können wir doch direkt, stellen wir doch direkt durch. So easy. Können die mal, das Pimmel wollen sie doch alle sehen, wollen alle wissen, was da los ist. Oh, der Fette da noch irgendwas kann. Ach ja, so sind sie. Das ist, vor der Kamera intim zu sein und haben uns dann auf einem Portal angemeldet. Und da bin ich dann zuerst mit der Webcam tatsächlich auch gestartet und war damals total schüchtern noch und wusste gar nicht so richtig, was mich jetzt erwartet und saß da tatsächlich so in Jogginganzug vor. Dann hat es mir aber so gut gefallen, dass ich nach 3 Tagen, glaube ich, super entspannt war und dann hat sich das einfach verselbstständigt. Sassy B möchte wissen. Wie lief dein allererstes Mal vor der Webcam? Mein allererstes Mal vor der Webcam war für mich super aufregend. Ich saß davor und auf einmal ging auf der anderen Seite eine Webcam an. Und ja, dann habe ich das beste Stück von jemandem gesehen und war darüber natürlich erstmal so ein bisschen erstaunt. Aber irgendwie hat mich das auch richtig gereizt und ich wollte dann wissen, wie es ist, wie meine Reize so ankommen und habe mich dann getraut, auch mehr zu zeigen. Und so ist dann der Spaß vor der Webcam entstanden. Agent K fragt, empfindest du Lust, wenn du campst? Also wenn ich vor der Webcam bin, habe ich schon sehr viel Lust, ja. Also es ist meistens so, dass ich dabei dann auch immer an bestimmte Dinge zurückdenke, also Fantasien im Kopf habe und dann mich da auch so ein bisschen auslebe. Ja, dann musst du ja auch, sonst macht es auch gar keinen Spaß zuzusehen, oder? Das muss ja auch, ist ja auch wieder Gaming streamen, ne? Da musst du halt Spielfreude, die Spielfreude musst du ja rüberbringen. Ne? An den musst du dich erinnern. Genau. Damit du noch weißt, warum du das machst, ne? Damit du nicht gefangen wirst in den Weiten. Ja, ist halt wie, ich sehe mich da in 4 Punkten wieder, also. Klar. Kann schon nachvollziehen. Die ich dafür gerne verwende, die machen mir dann besonders viel Spaß, aber teilweise kann ich es auch einfach so ohne Toy. Dussel fragt, was machst du alles vor der Webcam? Die Sachen, die ich da mache, sind aber teilweise ganz einfache Wünsche, die ich erfülle. Ob es ist, mich jetzt als Prinzessin verkleide. Prinzessin, wird dir gefallen? Ja, mir gefallen. Also Krankenschwester, nein. Prinzessin, ja. Krankenschwester geht gar nicht. Wie gesagt, geht gar nicht. Leute, schreibt mal bitte mit. Ja, so eine Princess Peach, ne? So Prinzessin gebe ich erstmal eine 2. Eine 2 würde ich dir geben. Von 10? Schulnote. Also. Nee, Schulnotensystem. Okay. Irgendwie ein Ballkleid anziehe, ob ich jetzt irgendwelche Fetische ausübe, Latex anziehe oder... Ja, nicht Latex findest du nicht schlecht? Also ist jetzt nicht mein Favorite, aber manchmal, ne, wenn man so durch die Sachen so durchscrollt und irgendwann landest du bei Latex, dann ist das für mich manchmal wie eine Goldgrube. Dann denke ich mir erstmal, da kannst du erstmal dran mitarbeiten. Okay. Da gibt es halt geile Stiefel und so, Mann, was willst du von mir? Okay. Ja, ich finde Latex nicht so geil. Es ist mir immer zu aggressiv. Kommt drauf an. Darf halt nicht zu viel sein. Das muss auch ein bisschen wenig Latex, weißt du? Okay. Ja, okay. Muss ich mir gleich mal gucken. Geh mal in eine Recherche, du. Muss ich mal in eine Recherche gehen. Enge Leggings oder einfach die. Enge Leggings bin ich finde auf jeden ich Fall. Sehr stark. Finde ich auch sehr stark. Dessous finde ich auch sehr stark. Ja, klar, Dessous, aber eine enge Leggings ist. Schon fast Top-Tier. Ich bin halt sowieso ein Freund davon, wenn ein bisschen Klamotten angelassen werden. Ah ja, das ist halt wieder. Ich finde das immer gut. So ganz nackt ist halt. Naja, natürlich nicht.
Ich finde gut, wenn es Klamotten gibt, die man ausziehen kann, aber es ist auch okay, wenn die dann weg sind. Aber ich muss halt sagen, ich hatte, also wenn du eine Frau zu Hause hast und die hat so, da ist einfach eine richtig enge Leggings an und dann nur so ein T-Shirt drüber oder so und du denkst dir die ganze Zeit so, naja, das ist halt zu krass. Und wenn du dann auch noch, ne, wenn du ran darfst, das ist halt auch geil. Deswegen, also ne, wenn ihr mich hier catchen wollt, ne, Rock mit Strumpfhose oder enge Leggings? Da bin ich auf jeden Fall am Start. Auf jeden Fall. Ob ich mit den Usern schnacke, also einfach ganz normale Gespräche führe, das ist teilweise echt über Stunden. Aber natürlich gehört es auch dazu, dass ich vor der Webcam mir das mal selber mache und mit den Usern zusammen Spaß habe. Wie viele Stunden am Tag bist du online? Also wenn ich so vor der Webcam bin, dann sind das so 6 bis 8 Stunden. Ah, ja, aber wahrscheinlich. Ja, aber jetzt die Frage, wie oft in der Woche? Na gut. Fabio fragt. Ja, das fragen die nicht. Auch. Was waren die merkwürdigsten Wünsche deiner Zuschauer? Ich glaube, ich habe schon so viel erlebt, es ist immer schwierig auszuwählen, was das Komischste war. Aber eins meiner Highlights ist auf jeden Fall der Fußsockentee. Da hatte jemand einen Fußfetisch und er hat sich so beschrieben, dass er eine Stinkersohlenkrankheit hat und halt nur geheilt werden kann durch das Elixier meiner Fußsohlen. Also musste ich halt ihm vorführen quasi vor der Webcam, dass ich halt Stinkersocken anhatte, daran, also den Strumpf ausziehen, daran riechen, sagen, der stinkt ganz fürchterlich und den dann in eine Tasse tun und mit Wasser aufkochen quasi und ihm dann sagen, das ist das Elixier, was ihn heilt von seiner Stinkersockenkrankheit. Okay. Dann also. Fühl ich. Fühl ich komplett. Ich bin voll dabei. Das ist so. Der Tee ist ein bisschen weird. Das ist so ein Punkt, den ich an Sexualität manchmal nicht verstehe. So wie das halt jemanden dazu bringt. Also, der kam dann wahrscheinlich nicht, oder? Oder hat er dich dann dabei? Doch, easy kam der. Ja. Das hat ihn geil gemacht, Gornel. Das ist so eine Art von Sexualität. Frau Nina Sonnenschein. Die verstehe ich nicht so ganz. Da fehlt mir so einfach das, ich bin da. Geht, für mich als alten Fußfetischisten kann ich schon. Kannst du nachvollziehen? Ich sehe schon, was er will, ne? Sehe ich schon. Aber der Tee ist ein bisschen verrückt. Ich hätte jetzt auch gedacht, dass sie das trinken muss, aber. Hätte ich jetzt eigentlich auch gedacht, aber gut. Oder dass er das zugeschickt bekommt, so, okay. Das wäre noch viel besser gewesen, ne? Naja, also. Ich meine, Socken verkaufen ist ja jetzt ist ja nichts Ungewöhnliches. Nee, aber ein Sockentee. Mhm. Sockentee halt schon. Deswegen ja gut, aber es gibt halt immer ne, noch Leute, die sind extremer. Ja, ja. Das ist auch gut so. Jeder wie er mag, das, ne? Solange alle Spaß haben. Dass es noch extremere gibt. Avocado Ali möchte wissen. Avocado Ali. Bist du immer solo vor der Kamera? Es gibt natürlich Solo-Clips von mir, aber es gibt natürlich auch die Hardcore-Streifen, wie man sie so richtig aus dem Netz auch kennt. Die drehe ich dann entweder mit auch einer Frau oder mit Frau und Mann oder halt auch nur mit einem Mann. Das sind Amateuraufnahmen, das heißt, ich drehe fast nur Point of View, dass man quasi das Gefühl... Ich habe bestimmt schon mal safe was von der gesehen. Ich frage mich nur gerade, wie... Weißt du nicht, das ist halt auch noch meist so, das sind ja die Leute, das ist genau das, was die ich das gucke. Für Geld verkaufen, ne? Und ja. An diese My Dirty Hobby sagen, kommt man manchmal voll schwer ran. Ja, das stimmt. Dann suchst du für umsonst und suchst und suchst. Ja. Und es gibt's einfach nirgendwo, man regt sich mega auf. Ja, das aber stimmt. Aber das Problem ist, die Sachen gibt's ja auch nicht zum fairen Preis. Ne? Wenn man dann wenigstens sagen würde, okay, du kriegst den Shit für einen fairen Preis, aber dann ist da so ein 5-Minuten-Video, da wollen die da 10 Euro für haben. Und wenn du dann dieses Video für 10 Euro irgendwo findest, stellst du fest, dass von diesen 5 Minuten einfach 3 Minuten irgendwelches Rumgelaber und Schauspiel ist und nur 2 Minuten die Action, dann fühlt sich aber über den Tisch gezogen, Bruder. Das ist ja gar nicht. Ja, ist aber nicht ehrenhaft, ne? Nee, das ist nämlich komplett unehrenhaft. Das ist arschteuer und das passt halt vom Verhältnis nicht, ne? Wenn das wenigstens vom vernünftigen Preis wäre und sich dann überlegen könnte, ja gut, okay. Netflix oder hab ich, Spotify habe ich, Spotify habe ich. Mein Dirty Hobby habe ich, aber das geht nicht. Gibt's da kein Abo? Da gibt's kein Abo, da musst du jedes Video einzeln kaufen. Oh, das ist ja Schwachsinn. Deswegen will ich da halt auch hin. Da bringe ich mein 5-Minuten-Video für 10 Euro andauernd. Alter. Reichtum! Ja. Ja. Streck ich auf 30 Minuten, da kommt erstmal ein Mario Land 2 Speedrun.
bevor es losgeht. Kostet dann 50 Euro, das Ding. Super. Ja, und währenddessen probiert sie die ganze Zeit ranzukommen, aber weil du sitzt und so fett bist, kommst du nicht ran. Komm nicht ran. Das wäre wirklich so. Sie kriegt. Jetzt weiter. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Oder der User das Gefühl hat, dass er vor mir steht und ich halt unter ihm bin. Ich habe meinen Drehpartner, der hält die Kamera und wir haben dabei Spaß und deswegen Amateur, weil es meistens auch nicht immer irgendwie im Schlafzimmer stattfinden muss, sondern auch mal ganz spontan irgendwo am Rastplatz oder in irgendeinem Supermarkt oder sonst wo stattfinden kann. Trucker Kalle fragt, findest du es nicht komisch, eine Wix-Vorlage zu sein? Die Männer könnten sich ja von einer x-beliebigen die Pornos anschauen oder ja, in die Webcam gehen oder sonst was. Und dass sie es dann bei mir tun, finde ich, ist eher ein Kompliment. Ja, Mann, na endlich mal hier. Ich verstehe auch nicht. Endlich wird es mal richtig gesehen. Dankeschön. Ja, ich verstehe auch nicht so genau, ist es nämlich. Warum man überhaupt, also warum das was Negatives ist, wenn man eine Wix-Vorlage ist. Das, Corner, das verstehen nur Frauen. Okay. Ich habe diese Umfrage auch mal im Stream-Chat gemacht und alle Männer, also nicht alle, es gab ein paar Ausnahmen, die gesagt haben, sie würden das auch weird finden. Aber die meisten haben alle gesagt, nee, dafür mir schmeicheln, du. Ja, oder? Das schmeichelt doch. Also. Ja. Ja. Die meinst ja nicht böse. Nee, die haben halt Bock und die haben halt Bock auf sie. Ist doch gut. So, hä? Ja. Finde ich richtig. Das nicht manchmal an? Der Gedanke daran, dass sich jemand an mir aufgeilt, den finde ich auch einfach geil. Was mich anekelt, sind halt so Sachen, wenn die Männer halt unter die Gürtellinie gehen, so überhaupt nicht mehr mich als Person registrieren. Wenn sie in die Webcam gehen und gleich sagen so, ja, zeig mal Titten oder mach mal dies oder mach mal das. Das finde ich ganz schrecklich. Also man kann dann schon sagen, hey Hannah, hey, wie geht's dir? Das ist ungefähr so, wie wenn man Mario Maker 2 im Stream spielt und die Leute sagen nicht mal Hallo, sondern das Erste, was kommt, ist Ausrufezeichen Ad und der fucking Levelcode. Ja. Da fühle ich sie auch komplett. Das ist halt, da fühlt man sich auch so, ich bin hier doch nicht dein Idiot, der jetzt hier dein Level spielt für dich. Sondern darum geht's hier nicht. Ja, fühle ich. Ich bin ein Mensch, richtig. Ja, ja. Komplett relatable. Ja, 100%. Also ich finde, so viel Manieren sollte jeder Mensch irgendwie noch haben. Ja, ja. Originaler Stan fragt, wissen deine Freunde und deine Familie davon? Am Anfang war das natürlich deswegen auch mein Künstlername, Hannah Secret, mein Secret, und es durfte niemand wissen. Und ich wollte das auch nicht, dass das jemand weiß. So wie Wollo, der in seinem Zimmer saß und extra geflüstert hat, damit niemand merkt, dass er unser Mikro immer versteckt hat. Und ich sage dir was, Conny, zu der Zeit wäre es mir lieber gewesen, man hätte mich bei Sexvideos erwischt. Das ist mal Fakt. Ja, ja. Also, aber kann ich verstehen, dass sie da sich auch dachte, nee. Ja. Aber irgendwann ist man dann auch so in dem Ding drin, dass man halt auch selber merkt, es ist eigentlich auch jetzt nicht so wild und man kann es erzählen. Und ich denke auch, wenn ich meinen Eltern erzählen würde, komm, ich habe hier einen My Dirty Hobby Kanal, würden die auch sagen, und was verdienst du damit? Hast du gut Geld eingenommen? Ja. Ne? Wie lief der Stream? Kennst du ja, ne? Genau, das wären auch die Fragen von meiner Mama. So, Mama, ich gehe jetzt übrigens vor der Webcam für Frauen und homosexuelle Männer. Ich war gerade 3 Stunden online. Und? Wie viel verdient man da? Das kann man da Geld verdienen? Schicken die dann Spenden auch? Ja, Mama, ja. Ja, so ist es. So sind sie. Ja. Wer selber sowas macht, kennt es wahrscheinlich, dass es den Eltern erzählt hat. Ja. Ich finde auch, also es gibt natürlich auch noch ein paar andere Beispiele, wo es dann schlechter läuft. Finde ich immer sehr schade, wenn man da so konservativ ist, aber da muss man, muss auch an sich denken und man macht den Beruf ja nicht für seine Eltern. Richtig, richtig. Deswegen, auch wenn es weh tut. Und wenn die dann ins dicke Bibi-Haus eingeladen werden, dann werden sie sich auch nicht mehr beschweren. Im besten Fall nicht, ne. Wie ich das wollte. Nach einer Woche wusste es die ganze Stadt. Und leider, muss ich dazu sagen, wusste es meine Familie dann auch, bevor ich es denen mitteilen konnte, weil ich wollte es denen natürlich gerne selber sagen. Ja. Und sie haben es dann durch Stadtgespräche mitbekommen. Und das war natürlich... Krass, dass es so durch die Stadt geht. So schnell vor allen Dingen, hätte ich nicht gedacht. Also, das ist halt so die Sache. Wahrscheinlich eine sehr kleine Stadt.
Ja, weiß nicht. Das Ding ist, aber dann musst du da auch, muss da auch irgendjemand so ein Filou sein, der das guckt, ne? Ich habe auch schon überlegt. Also ich habe auch schon also mal. Also ich wüsste zum Beispiel hier von niemandem, dass er Cam Girl ist oder so. Ich auch nicht. Und ich habe mir schon überlegt, was so wäre, wenn ich eine finden würde, die ich kenne persönlich. Aber es ist wahrscheinlich sehr unwahrscheinlich. Ja, natürlich. Dann schreibst du so an, hey, hab dich da gesehen, cool, finde ich gut. Ja, das würde ich tatsächlich machen. Ich so, ja. Hey, cool, bist du selbstständig oder machst du noch schwarz? Erstmal gucken, ob du sauer auf sie sein musst. Das wäre so meine Frage. Weil sie nebenbei noch hart. Ja, und wenn ja, direkt anschwärzen, Alter. Direkt anschwärzen. Nee, aber also ich finde sowas ja generell, ich habe da ja kein Problem mit. Aber wenn ich jetzt ein Porno vor mir stellen würde, ja, ich glaube, bei Frauen verbreitet sich das schneller. Weil Frauen halt gucken halt viel mehr, ne? Jeder Mann guckt halt. Ja, ist halt insofern, also du bist ja, hast dann eine gewisse Bekanntheitsgrad schon. Ja, wenn ich jetzt ein Nobody. Also ich denke schon, also, ja, das Ding ist, keiner unserer Zuschauer würde wahrscheinlich ein Video davon finden, wie wir uns einen runterholen auf Pornhub. Genau, genau. Ne? Danach sucht wahrscheinlich keiner. Müsstest du schon mit einer Partnerin Sex haben, dann würde man dich vielleicht entdecken. Aber so alle einzeln nicht, glaube ich nicht. Nee. Ja. So, ich will jetzt wissen, wie die Eltern reagiert haben. Natürlich erstmal eine Schocksituation für meine Familie. Gerade für meine Mutter war das nicht so einfach. Mittlerweile ist sie total cool damit, weil sie halt auch merkt, ich tue das, weil ich das möchte. Ich tue es aus freien Stücken. Mich zwingt keiner dazu. Ich habe Spaß daran. Ich verdiene ganz gut Geld damit. Auf der Arbeit war das halt zum Glück, muss ich sagen, ganz, ganz lange so, dass es wirklich nicht rauskam. Ich weiß gar nicht, warum es so war, weil ich bin wirklich jeden Tag mit Bauchschmerzen schon zur Arbeit gegangen. Ich musste mal am Sekretariat vorbei und dachte so, okay, heute ist der Tag, heute wirst du angesprochen, heute werden sie sagen, sie werden gekündigt. Aber es war nicht so. Es war dann wirklich so, dass irgendwann, also wirklich so nach einem Jahr, ich habe es wirklich ein Jahr geheim gehalten, ein Kollege auf mich zukam und der meinte so, na Hanna, was dann so mit deinem schmutzigen Homie? Und dann wusste ich halt Bescheid. Aber das hatte ja gleichzeitig zu bedeuten, dass er halt auch auf dieser Seite aktiv ist und die Filme schaut. Ja. Aber da wusste ich Bescheid, dass jetzt der Punkt war, wo ich die Reißleine ziehen musste und mich entscheiden musste für entweder Krankenschwester da sein oder halt den Job als Pornodarstellerin. Ey, krass, das ist so. Ist ein bisschen schade, dass man da tatsächlich diese Entscheidung treffen muss, ne? Weil es halt so viele konservative Menschen dann doch gibt, die da wahrscheinlich dann, ja, keine Ahnung, wenn du die dann kennst und die ist deine Krankenschwester, dann wirst du es ja wahrscheinlich nicht schlimm finden, ne? Weil du bist da ja auch unterwegs gewesen. Ja, das zum einen. Also der aber auf der anderen Seite, hat, ja, aber dass die Firma dann sagt. Ja, aber verstehe ich nicht. Also. Bei aller Liebe. Ja, ist halt schwierig. Also so an sich würde ich es jetzt auch nicht schlimm finden. Ne, aber ja, das ist halt heutzutage noch so. Ich sag mal eventuell so, mal in 10 Jahren schauen, wie es dann ist, ob man das dann alles gleichzeitig tun darf. Ja, also ich frage mich halt, warum sie überhaupt noch ein Jahr lang als Krankenschwester arbeiten musste oder ob sie es einfach gerne wahrscheinlich gemacht hat. Ist das, ja, wahrscheinlich ist auch das Ding so, als Camgirl siehst du wahrscheinlich auch ein relativ klares Ende, wann so Schluss ist, wobei. Das ist so eine Aussage, ne? Ja. Die Zielgruppe wächst ja mit. Ne? Die Zielgruppe. Nee. Das ist so wie bei uns, ne? Also ich habe mit 18 nach Teens gesucht und ich suche heute nach Teens. das sind ja keine Teens am Ende, bevor mir jetzt einer was erzählen will. Wir suchen alle nach Teens, also haltet die Klappe. Wer sucht nicht nach Teens? What the fuck? Ich wollte gerade sagen, ne? Also bitte. Ey, das ist halt der Suchbegriff dafür. Ja, also ich sag mal so, wenn Wolle und ich irgendwann so groß sind, dass wir eine Sekretärin brauchen und eine Cutterin und eine. Wenn wir eine Cutterin haben, darf die nebenbei auch noch Camgirl sein. Ja. Das ist gar kein Problem. Da dürft ihr offen sein mit uns als Arbeitgeber. Ne, wir werfen euch nicht raus, wir verteidigen euch. Milchi, wenn du einen My Dirty Hobby Kanal hast, Bruder, ist okay. Mach weiter. Kannst du uns erzählen. Ja. Alles gut. Und wie waren die Lästereien für dich? Also, das Schlimmste waren diese Stadtgespräche. Ich habe teilweise Screenshots aufs Handy bekommen, irgendwie über WhatsApp von
Freunden, vermeintlichen Freunden, die dann irgendwie natürlich von dieser Seite Screenshots gemacht haben, wo ich dann da irgendwie so nackt in Pose war oder so. Ja, und? Und wie kannst du nur und du Schlampe und das war für mich total Ich verstehe das nicht. Ich verstehe nicht, wie es so, dass es solche das Menschen macht nicht, gibt. Ich finde auch nicht, dass einen das irgendwie zur Schlampe macht oder sonstiges. Ist halt ja, keine Ahnung, vielleicht sehen wir es auch einfach anders, weil wir auch im Rampenlicht stehen. Nee, das da ist, sieht man das, glaube ich, lockerer. Ich weiß, vielleicht liegt es daran. Es gibt ja auch viele Leute, du kennst auch die ganzen Leute, die sagen, nee, von mir darf nichts ins Internet, wenn man meinen kleinen Finger sieht, oh mein Gott. Stell dir das mal vor. Ja, aber dann ihre Entscheidung. Aber solche Leute sind dann auch wahrscheinlich die Leute, die dann bei sowas ausrasten. Ja, aber das ist ja auch keine Rechtfertigung, weil nur weil sie ihre Brüste reinhält, zeigt sie ja keinen Zeh von ihm. Deswegen nee, das natürlich nicht. Das meine ich damit ja auch nicht. Es gibt in keiner Welt eine Rechtfertigung dafür, einen Menschen dafür anzugehen, dass er, egal ob es jetzt eine Prostituierte ist oder ob es ein Camgirl ist oder was, eine Pornodarstellerin, die macht halt einfach, die kreiert halt Content, den Leute gucken. Und 100% aller Männer gucken Pornos. Also jeder Mann, der nur ansatzweise irgendeinen Mund aufmacht, negativ in die Richtung, so im Sinne von, was bist du denn für eine? Alter, dann hör auf, dann guck nie wieder Porno und krieg blaue Eier. Das ist halt einfach nur so die Frauen, die sich dann auch da aufregen, keine Ahnung. Also, was hier, also. Die sind ja nur neidisch, dass sie sich nicht trauen. Ja, keiner, ich weiß es nicht, was die sich denken. Also, das ist wirklich, das ist so wie das Universum. Ja. Kann ich mir nicht vorstellen, dass es wirklich solche Menschen gibt. Schlimm. Nee. Da musste ich mich auch damals von vielen Leuten verabschieden und trennen, aber auch, das war auch gut, weil ich auch gemerkt habe, dass das gar nicht richtig meine Freunde sind. Und die Leute, die halt immer noch zu mir stehen und immer noch da sind, also meine richtigen Freunde, die standen schon vor 10 Jahren hinter mir, die stehen jetzt auch immer noch hinter mir. Und für die ist das überhaupt kein Problem. Nice. Ja, Ehre. .ow fragt, gab es peinliche Momente, die du gerne vergessen möchtest? Wenn man natürlich Outdoor dreht, passieren also natürlich verrückte Sachen. Das passiert immer. Es ist auch noch nie irgendwie zu einer Anzeige oder so gekommen, aber man wird schon oft mal erwischt. Das ist dann auch im Video zu sehen oder man musste den Dreh abbrechen, ja. A. Giannini fragt, wie viel verdienst du? Warte mal, du machst Pause. Ja. Meine Frage, wenn man dann erwischt wird und man muss deswegen abbrechen, was passiert denn da? Also, wenn da jetzt jemand vorbeiläuft, denn du bist Outdoor irgendwo und jemand kommt vorbei und sieht dich dabei. Ja. Ne? Was sind das denn für Leute, die dann da hingehen und sagen, nein, das geht hier nicht, ne? Frau, das ist eine Ruhestörung, öffentliches Ärgernis, die Polizei gleich. Hä? Wer macht sowas? Da geht man, da linst man, guckt man so, macht Auge. Man vielleicht auch mal ein zweites Auge. Dann machen wir einen Daumen hoch. Um nochmal Auge zu machen. Und lässt man weiter. Und dann erzählt man zu Hause die lustige Story, dass man gerade einen Pornodreh gesehen hat. Eben. So. Als ob man da hingeht und dann Lauten macht. Was ist denn da los? Das verstehe ich nicht. Ich weiß. Also das ist so eine Sache, die verstehe ich auch überhaupt nicht. Wer macht denn so? Vor allen Dingen, also wenn das im Video ist, werden das ja Leute sein, die irgendwie geguckt haben oder was gesagt haben und dann wieder gegangen sind. Aber wenn die Drehs abbrechen mussten, waren das ja wirklich Leute, die dann gesagt haben, weg hier, das geht nicht. Ja, deswegen, das so. Ich meine, vielleicht waren sie auf einem Bauernhof und der Bauer kam oder so. Das könnte ja vielleicht noch sein, aber selbst dann würde ich sagen, würde ich Auge machen und gucken, wie es weitergeht, ne? Ja, verstehe ich auch nicht. Man sollte natürlich gucken, wenn man Outdoor ist, ne, dass keine Kinder in der Nähe sind oder so. Ja, okay, klar. Aber in den allermeisten Situationen wird es ja wahrscheinlich nicht der Fall sein. Und dann kann ich mir nicht vorstellen. Ich weiß nicht, warum Menschen immer so. Das ist halt so eine missgünstige Sache, ne? Irgendwie immer so dieses. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Es ist auch selten, kann ich mir auch nicht vorstellen. Wenn man in der Webcam ist, desto mehr verdient man natürlich. Und dann gibt es da halt noch Unterschiede. Ja, das würde ich nochmal kurz zurückspulen. Das ist eine Aussage, die habe ich so auch schon gehört. Webcam ist, desto mehr verdient man natürlich. So was? Also, wie viel verdienst du? Wie viel verdienst du? Je mehr man in der Webcam ist, desto mehr verdient man natürlich. Das kann ich nicht relaten. Denn nur weil man länger on ist, heißt es leider nicht in meinem Business, dass man auch mehr verdient. Ja. Manchmal sitzt du da, manchmal kriegst du 30 Euro in der ersten Stunde und dann sitzt du. Kornel, ich sag ja sowieso, ne? Das ist ja, ich sag's ja auch hier nochmal gerne. Das ist schon so eine Aussage, die ich schon oft getätigt habe.
Es ist einfach so. In der Regel, länger streamen lohnt sich nicht. Das hat sich, also so über die, ich mache das ja seit Jahren, liebe Freunde, ne? Seit Jahren. Und da hat sich so herauskristallisiert, das meiste passiert zu Beginn, ist einfach so. Und wenn du dann, keine Ahnung, machst 3 Stunden, da passiert noch was. Und die nächsten 3 Stunden, die machst du eigentlich nur noch so, ja, da passiert nichts mehr. Das ist einfach so, es passiert immer alles zu Beginn und später nicht mehr. Also ja, im Regelfall. Es gibt Ausnahmen. Aber, ja, aber das genau, ist auch so ein Grund, warum ich mir oftmals denke, ja, komm, jetzt 8 Stunden zu machen, ist halt am Ende Blödsinn, weil es ja tut sich dadurch nichts. Das verändert nichts, ne? Du wirst auch nicht mehr Follower dadurch machen, gefühlt. Und ja. Du bist nur am nächsten Tag kaputter und hast keinen Bock. Ja, da sind wir halt in einer Szene, in der es halt nicht so viel Aufkundschaft gibt, dass das sich lohnen würde, ne? Wenn du jetzt eine andere Szene im Nintendo-Bereich kommen halt nicht so viele vorbei. Und wie gesagt, das ist genau, halt immer so. Zu Beginn sind noch alle so gehypt. Ja. Später sehen sie, oh ja, nee, ist doch wie immer. Ja, und hier ist es halt so, und das habe ich, ich habe eine Zuschauerin gehabt, die auch Camgirl ist und Pornos macht und so. Mit der habe ich mal ein bisschen geschrieben über so Business-Sachen, weil ich bin ja immer interessiert, wenn Leute selbstständig sind. Ja, und die hat mir das auch gesagt, dass du, je länger du kannst so viel verdienen, wie du willst. Du musst einfach nur, kommt drauf an, ob du 20 Stunden, 40 Stunden. Ja, du, wenn das beim Streaming genauso wäre, würde ich auch ewig online sein. Boah, sag ich, wie es ist. Wenn ich eine Garantie dafür hätte, dass ich, wenn ich 60 Stunden in der Woche streame, dann davon einfach nur existieren kann, ja, dann würde ich 60 Stunden oder 80 Stunden streamen. Aber 80 Stunden in der Woche ist ganz schön viel, Gordel. Ja, gut, das ist schon sehr viel. Das sind 16 Stunden an 5 Tagen. Ja, aber wenn ich weiß, dass ich wirklich davon leben kann, dann würde ich das, können wir vorstellen, weil dann musst du ja dir keine Sorgen mehr machen, weißt du, von dieser Seite her. Aber leider funktioniert es bei uns halt nicht so, dass je mehr Zeit du reinsteckst, desto mehr Geld kriegst du. Das wäre geil. Richtig, das ist ein Konzept, das halt da nicht stattfindet. Deswegen ist es auch kein normaler 8-Stunden-Job. Wo viele immer sagen, ja, du bist doch Vollzeit, dann musst du 8 Stunden machen. Nee. Ja. So funktioniert das System da einfach nicht. Nee. Ist nicht so. Vor allen Dingen haben die Leute auch oftmals keine Zeit, irgendwie 8 Stunden. Du hast so ein gewisses Zeitfenster, wo die Leute Zeit haben, in der Regel. Genau. Und wenn du das überschreitest, dann sind sowieso die meisten weg. Oder können nicht mehr und so. Das ist dann, ja. Deswegen ist es ja auch so gut, dass wir jetzt den Wolle und Kornel-Kanal haben oder du jetzt auch wieder privat was machst. Man kann dann lieber Zeit in VOD stecken, also in Videos, die man abrufen kann, weil die könnt ihr immer gucken. Ne? Wenn ich nicht online bin, richtig, oder Wollo nicht, dann könnt ihr die Videos gucken. Und das ist halt, ne, und darüber kann man auch neue Zuschauer finden und so. Das ist halt ein gutes Gesamtpaket dann. Ja, aber bei Cams ist es einfacher. Da musst du nur da sein. Dann stecken dir die Männer das Geld rein. Dann gucken wir mal weiter. Unterschiede, also der User kann selber wählen, wie er mich sehen möchte, ob er mich jetzt im Privatchat ganz für sich alleine haben möchte. Da bezahlt er dann natürlich ein bisschen mehr. Da kann ich mir den Preis auch selber auswählen. Oder ob er mich mit anderen im öffentlichen Chat sehen möchte, also da bezahlt man so 1,49 € die Minute und ist dann aber halt mit ganz vielen anderen in einem Chat und sieht mich. Das finde ich überkrank. Dieses System, also ich, Leute, seien wir ehrlich, ich habe mich schon mal auf solchen Seiten rumgetrieben, ja? Man konnte sich das leisten. Nein, auf solchen Seiten nicht. Also auf solchen Seiten habe ich mich nicht rumgetrieben. Ich habe, okay, wollte schon sagen. Es gibt ja noch andere Seiten. Es gibt eine ganz berühmte Seite, ne? Mit dem UR. Und dem, ich kenne die tatsächlich alle nicht, weil ich mich solche Webcam-Sachen, okay, finde ich unglaublich langweilig. Also ja, das hört mich halt null an. Es gibt halt eine Seite, da hast du wirklich das ist wie Twitch, ne? Da gehst du einfach in einen Stream rein, da ist die, da kann man dann öffentlich donaten quasi. Manche, ne, die bieten dann immer so ein Menü an, ne? Wenn jetzt einer 50 Tokens, dann zeige ich dir meine Brüste oder so, oder meinen Fuß für 10. Und da kannst du dann auch in einen privaten Chat gehen und der kostet dann pro Minute so und so 4 Tokens, so. Ja? Mhm. Aber das ist für so einen öffentlichen Chat, dass man da schon, um da reinzukommen, bezahlen muss, da finde ich halt, da frage ich mich halt wirklich, was für Gelder diese Männer haben, die das machen. Ja, vor allem für eine Minute, ne? Weil man kennt das halt ja krass, auch, manchmal ist, und man braucht ja auch nicht lange. Ja, aber manchmal ist ja auch so Tage, wo du dir so denkst, oh, jetzt muss dieses eine passieren. Und wenn das nicht passiert, brauchst du 2,5 Stunden. Und, das stimmt.
Und dann, ich verstehe es nicht ganz. Das ist wahr. Ja, und, schwierig. Ja, und wenn die 10 Zuschauer hat, die alle 1,50 in der Minute zahlen, dann sind halt 15 Euro die Minute. Oder will die Seite sich gut was von abzwacken, bestimmt. Ja. Aber, also verdiensttechnisch muss der Shit sein. Das ist halt krass, das ist halt crazy. Die Minute. Die Minute, ja. Wenn du 2 Zuschauer hast, machst du 3 Euro die Minute. Das sind 180 Euro die Stunde. Dafür kriegst du, dafür kannst du dir im echten Leben eine ganze Frau kaufen für eine Stunde. Das sind so, das ist auch so, diese Verhältnisse von Chat und echtem Leben, ne? Die habe ich auch noch nie verstanden. Das, ja. Es ist verrückt. Was, beides verrückt. Noch nicht gemacht, so, das weiß ich nicht. Verrückt. Also ich würde es nicht bezahlen, ich sage, wie es ist. Ja, ja, ich auch nicht. Aber ich werde jetzt jedem seinen Hack, wenn die Leute Spaß dran haben. Ja. Aber finde ich crazy. Aber ihr könnt ja mal eure Erfahrungen in die Kommentare schreiben, Leute. Oder halt, ob er auch nur den Voyeur spielen möchte und einfach lauschen möchte, was passiert. Dann kann er im Privatchat zuschalten, aber nicht mit mir interagieren. Shiggy fragt, kannst du squirten? Das ist meine Frage. Das ist meine Frage! Fragst du es auch immer? Denn, als ob... Hä? Ja, aber ist das eine Frage, die dich auch interessiert, oder? Squirten finde ich super. Ne? Ja? Ich bin ein großer Freund des Squirts. Ja, mega geil! Warum? Alter, würde ich es geil finden, wenn die Alte so richtig am Absquirten ist wie Sau. In wie geil Gesicht? Ist das, wenn er durch in mein Gesicht die ganze Bude voll am besten, Alter. Hey, jetzt machst du Spaß, mega stark. Oder? Hä? Machst du jetzt Spaß oder meinst du es ernst? Nein, das ist mein Ernst. Das ist mein Ernst. Als ob du das nicht geil findest, wenn du gesquirtet wird. Also, hast du das schon mal in echt erlebt? Nee. Du? Nee, deswegen weiß ich nicht. Ne? Das ist halt, da kann ich nicht beurteilen. Ich weiß ja nicht, wie das ist, was das genau. So meine Fantasie, wie das in echt ist, ne? Super ist das. Ja, muss man härter arbeiten, ne? Ja. Denke ich auch. Ja, aber das ist. Nein, das ist nicht so einfach, da muss sich auch die Frau drauf einlassen. Aber das ist nicht so. Es gab ja auch so eine Folge, da wurde so eine Frauenärztin gefragt und da war dieses Squirten auch Thema. Und da haben die so gesagt, so, ja. Wie ist das, wenn, oder da hat ja auch gesagt, ja, viele setzen dich da unter Druck und fragen, warum kann ich das nicht? Ich bin so, ist das wirklich ein Thema? Ja, das darf nicht. Sobald du dich, ich hab mich in die Materie sehr eingelesen. Okay. Also, wenn ihr mehr über Squirting erfahren wollt, ich könnte euch da ziemlich einführen in das Thema. Die Frau muss komplett gelöst sein. So, die muss, darf kein bisschen Druck empfinden, die darf kein bisschen Stress dabei haben. Die darf sich auch kein bisschen dagegen wehren. Sobald irgendeine Kleinigkeit ist, geht das nicht mehr. Okay, krass. Das ist nicht so einfach. Ja, aber ich wusste gar nicht, dass das so ein Thema bei den jungen Menschen ist, ob man das kann oder nicht. Bei den jungen Menschen. Also hat so früher in der Schule irgendwann mal gehört, dass jemand gefragt hat, boah, meine kann squirten oder so. Also erstmal kannte ich niemanden in der Schule, der Sex hatte. Das war Punkt 1. Sehr gut. So, Punkt 2 ist, zu meiner Schulzeit hatten wir auch noch nicht Internet und so. Ich wusste gar nicht, dass es Squirten gibt. Ich auch nicht, ja. Also, das habe ich erst später irgendwann rausgefunden. Habe ich so ein Video gesehen, das war auch so eine ganze Orgie, ne? Und da haben die da abgesquirtet, wie die... Und ich dachte mir so, boah, Alter, mega geil. So weiter. Kann sie dann squirten? Ja. Das ist doch jetzt die Frage. Das ist auch eine Kopfsache, da muss man sich erst drauf einlassen. Und viele Frauen haben halt, wenn sie kurz vor diesem entscheidenden Höhepunkt sind, wo dieses Squirting passiert, Angst irgendwie, dass zu viel rauskommt oder sie sich nicht fallen lassen können oder was da gerade mit ihrem Körper passiert. Und dann halten sie es zurück und können es nicht, also haben diese Blockade. Bei mir ist das halt nicht der Fall. Also ist ja genau das, was du auch gerade gesagt hast. Und naja. Sie kann es. Gut. Sympathisch. Katzenlady fragt, hast du Stammzuschauer? Auf dem Portal? Ne, wo? Ja, die Stammzuschauer. Komm, da sehe ich sie doch, der Ecki, grüß dich. Ja, sagt sie vielleicht jetzt auch Ecki? Ja, jetzt. Portal habe ich mittlerweile. Deswegen kriegst du keine Donations mehr von Ecki. Die 1,50 die Minute ist halt teuer, ne? Ja. Boah, stell mal vor, du könntest für 1,50 die Minute streamen. Ach, Korne, das wäre das Leben, du. Das wird ja schon reichen. Ich brauche nur einen Zuschauer. Das sind. Dann geh doch auf die Seite und hoff, dass du einen Zuschauer findest. Das sind 9 Euro. Der 1,50 die Minute zahlt. Leute, wer von euch. Kann ich auf der auch Civ spielen?
Vermutlich. Ja, bei jedem, das sind 90 Euro die Stunde. Wenn du davon die Hälfte abgeben musst, sagen wir 45 Euro die Stunde. Wenn ich 10 Stunden am Tag Civilization streame, habe ich 450 Euro am Tag. Das sind in 10 Tagen 4.500 Euro. Meinst du, dass einer sich 10 Stunden Ziff gönnt bei dir? Weil der müsste ziemlich viel zahlen. Ne? Also wahrscheinlich holst du dann die ganze Zeit rum, dass du keinen Chat hast, weil der eine nur ein Lurker ist. Ne? Ja gut, aber der müsste halt auch 90 Euro die Stunde zahlen. Das ist halt auch schwierig. 1000 Fans. Für die ist es so Hannah Primetime, sag ich. Also wenn andere halt Fernsehen anmachen, irgendwie um 20.15 Uhr, dann schalten die halt Hannah ein. Und dann buhlen sie halt. Ne? Wer zuerst kommt, mal zuerst. Der kann ja mit mir im Privatchat und teilweise warten die auch Stunden, nur um mich dann nochmal zu sehen an dem Abend. Boah. Hat sich auch mal einer verknallt? Ja, verknallt tun sich auch schon so einige. Es gibt halt Mädchen auch, die flunkern. Und die lügen denen was vor, um da irgendwie das Geld zu sehen. Natürlich kann man nett und lieb mit denen sein. Man kann denen auch sagen, man hat sie gern, aber man muss halt auch klar sagen, so, ich würde nicht irgendwie mit dir zusammenkommen oder so, ne? Spaß. Ach komm, User-Treffen muss auch sein. User-Treffen? Machen wir ein Video. So klar. Willst du zum User-Treffen gehen, Wollo? Nee, ich bin ja vergeben, kann ich ja nicht machen. Ah, ärgerlich. Ja. Mit Gefühlen spielen sollte man nicht. Amira Toprak fragt, was sind deine Tabus? Also alles, was in Pädophilie geht, alles, was mit Tieren zu tun hat, was mit Blut, mit Kot, mit Kotze oder Urin zu tun hat, sind für mich... Kein Natursekt. Ach, das ist ja richtig lahm. Naja, also kann ich mit so leben. So ein Natursekt muss halt schon noch drin sein, ne? Wirklich? So der Rest ist ja uncool so. Bist du? Bei Natursekt, das ist ja noch easygoing, oder? Hast du schon mal gemacht? Nee, sag ich jetzt nicht zu. Sag ich jetzt nicht. Kann ich jetzt hier nicht beantworten. Da gibt's theoretisch eine Story zu, die ist aber wesentlich unspektakulärer, als man denkt. Okay. Ja. Na gut. Ja. Aber was ich jetzt kann ja noch werden. Kann es noch werden. Ja, klar, natürlich. Ich bin ein offener Typ. Oder zu krassen Sadomaso, da stehe ich auch gar nicht drauf. Also ich mag ganz gerne mal so eine kleine Devote-Rolle einnehmen, aber auch nur bis zu... Ja, da, also... Ne, so. Das findest du gut, ne? Einfach nur die kleine süße Freundin, so. Das würde mir reichen, ne? Mehr brauche ich doch nicht. In einer bestimmten Grenze. Ansonsten mag ich es schon gerne, dass ich die Oberhand habe und dominant bin. Ja gut, da bin ich raus. Da bin ich raus. Hast du auch mal konkret was abgelehnt? Ich musste auch schon mal tatsächlich mit einer Sache zur Polizei gehen, weil das mir so viel Bauchschmerzen gemacht hat. Das hatte auch was mit Kindern zu tun. Und wenn natürlich solche Sachen sind, dann muss man sowas natürlich klar melden. Und da gibt es halt auch verschiedene Fetische. Also gerade so auch dieses Zäpfchen-Ding, das finden die natürlich super süß. Und einer wollte halt auch mal, dass ich mir 16 auf die Brust male und sage, ich bin halt 16 quasi. Petra Ludwig fragt. Okay. Das ist so, oh, die hat eine 16 auf der Brust. Ja, also. Krass, also keine Ahnung. Das sind ja so diese Dinge im Gehirn, die ich nicht verstehe. Jetzt kommen hier Krankenschwester-Fetische, Call, bevor du jetzt gleich aufs Falsche schließt. Ne? Du denkst jetzt wahrscheinlich, ein Krankenschwester-Outfit, das ist es nicht. Sondern, dass sie mit dir irgendwelche Untersuchungen macht. Ne? Darf man denn das bei dir? Bei mir? Ja. Nein. Also auch nicht. Nee. Krankenschwester komplett. Eher Natursekt als das. Also Krankenschwester komplett. Sag dir, wie es ist. Darf man nicht gucken, ob du. Nein, meine Fistel wird nicht untersucht. Nein. Oh, das Wort, das kriege ich immer Gänsehaut. Dienst du Krankenschwester-Fetische? Ich sehe das Ganze so ein bisschen aus einer anderen Blickweise natürlich, weil ich weiß, was für ein harter Job das ist als Krankenschwester. Und ich weiß, wie hart es ist, tatsächlich Patient zu sein. Dass der da durch muss. Deswegen, nee, finde ich auch nicht gut. Finde ich gut. Krankenschwesternkostüm. Das ist halt immer noch so ein Klischee-Fetisch. Ich habe tatsächlich schon mal so Rollenspiele gemacht. Da musste ich mich als Psychiaterin quasi verkleiden und mit dem dann ein Gespräch führen. Aber so richtig diese Krankenschwestern-Fetische bediene ich nicht. Cinemini fragt, machst du Urlaub, wenn du deine Tage hast? Tut mir leid, Leute, ich habe manchmal ein Standbild. Okay. Ja, das war. Nein. Also,
ich finde das jetzt nicht so schlimm. Natürlich ist es schwierig mit dem Drehen, aber ich muss ja dann auch nicht immer vaginal drehen. Ich könnte ja zum Beispiel auch einen Blowjob machen oder ein anales Video. Jennifer fragt. Ehre. Sind die Orgasmen vor der Kamera echt? Es ist eigentlich immer so, dass wenn ich einen Orgasmus habe, dass der auch echt ist vor der Kamera. Es heißt aber nicht, dass ich in jedem Film einen Orgasmus habe. Manchmal ist es ja auch cool, einfach nur Spaß zu haben dabei und dass es gar nicht dann zum Höhepunkt kommt. Wenn einer im Video entsteht, ist das schon real. Aber wenn es jetzt vor der Webcam ist, natürlich nicht den ganzen Tag. Das sage ich aber auch. Gerade wenn er jetzt irgendwie eine Minute drin ist und sagt, jetzt komm für mich, dann sage ich auch, wie denn jetzt bitte? Das wäre ja zu fake, wenn ich jetzt da so einen Orgasmus quasi bei jedem User irgendwie 6 Stunden lang hätte. Je suis Domo möchte wissen, hast du einen Freund? Ich bin Single. Ich habe einen Drehpartner, mit dem drehe ich zusammen die Filme. Ich sag mal so, ne? Ich glaube, ich hätte... Willst du lieber Drehpartner werden, Cornel? Wäre das eher so dein Ding? Nee, ich wäre lieber Freund und könnte sie abgeben zu einem Drehpartner. Echt? Ja, dann, ich habe ja keinen... Dann kann man nicht auch... Würdest du nicht eher sagen, du bist Freund und Drehpartner? Nee, auf Drehpartner zu sein, habe ich keinen Bock. Wieso nicht? Ja, weil ich ja nicht in den Videos sein will. Ich will ja dann abends... Wie, du willst nicht? Ach, du willst auch nicht hasseln für das Geld? Nein, ich mache keine Pornos. Ich dachte... Also bin ich ja der Einzige, der ein Porno drehen will, oder was? Junge, Alter... Ich muss nicht für das Geld hustlen. Wenn sie meine Freundin ist, dann bleibt sie eine Stunde länger und dann kann ich mir leisten, was ich mir leisten will, ja? Nein, aber ich glaube, ich hätte kein Problem damit, wenn ich jetzt mit ihr zusammenkommen würde, ne? Und sie würde dann sagen, so, Schatz, ich gehe jetzt zum Drehpartner, wir machen heute eine richtige anale Penetration. So würde ich sagen, ja, bis später, Schatz. Guten Nacht. Nee, das wird mich nerven. Ich weiß es nicht. Man ist ja nicht in der Situation, aber ich könnte mir vorstellen, dass das für mich kein Problem ist. Weil ja, das ist ja Arbeit. Ich bin jetzt schon sauer, ja? Wenn ich drüber nachdenke. Klar. Ich weiß nicht. Dann wäre ich einfach easy peasy mit Drehpartner, fertig. Ja, gut, das ist natürlich, aber die Frage ist, ob sie dich als Drehpartner will, ne? Sie will ja auch Geld verdienen. Alter, die Klappe, das ist doch gerade geil, da können die Leute doch viel mehr relaten. Dann können die nämlich denken, boah, wenn die sogar den Fetten fickt, würde ich es auch mit mir machen, mega gut. Könnte klappen, die Schiene, ja. Ne? Das ist immer gut, wenn man so ein Video in seinem Portfolio hat, auf jeden Fall. Ja, ne? Ich auch. Kennst ja bestimmt. Ja. Das eine Video, der da die Schlanke, aber die sind beide nicht so hübsch. Ich kenne viele Videos, wo ein fetter Typ drin ist. Ja. Da kann ich nämlich ein bisschen mehr mit relaten. Die benutze ich ganz gerne mal. Finde ich ganz gut. Ja. Weiter. Aber ja, dann, Hanna, ich melde mich mal. Ne? Ich komme mal in den Chat. Aber ich bin Single. Marcel Winkler fragt, wirkt sich dein Job als Webcam-Girl auf dein privates Sexleben aus? Nein. Also ich liebe Sex. Das ist wirklich das Gute und das ist auch das, warum ich mich natürlich für den Job entschieden habe. Ich liebe Sex. Ich bin super, super gerne sexuell aktiv, ob es jetzt in der Webcam ist oder halt nach der Webcam, wenn der PC ausgeschaltet ist. Dann habe ich auch genauso viel Lust immer noch auf Sex. Safkon setzt Härtner ein, fragt. Was glaubst du, wie lange du den Job noch machen kannst? Ich möchte auf jeden Fall keine MILF sein, die dann immer noch da tätig ist. Das habe ich mir immer gesagt. Es gibt natürlich viele in der Branche, die noch im höheren Alter dabei sind, die vielleicht selber Kinder haben. Aber das möchte ich dann. Ja, lass die mal ein bisschen älter werden, ne? Sowas kann sich auch ändern. Ja, kann sein. Aber ansonsten würde die ja ganz gut zu dir passen auch, ne? Auch so mit dem Bock. Ja, auf jeden Fall. Also das solltest du dich wirklich mal bei Hanna melden. Ich finde Hanna sehr sympathisch, ne? Sympathisch. Ihr könnt ja mal an. Wenn ihr mal das nächste Mal bei Hanna in der Cam seid, ne? Dann erzählt ihr doch mal von mir. Dann sagt ihr mal, hey, der Cornel hat auf ein Video von dir reagiert, der findet dich ganz sympathisch, ne? Der hat jetzt kein Interesse an, hier in der Cam zu sein oder dein Drehpartner zu sein. Der würde gerne dich privat kennenlernen, mit dir mal einen Currywurst und Taxiteller essen gehen. Taxiteller und ein Eis danach. Ja. Könntet ihr der mal schreiben? Dann doch nicht. Ja. Ja. Interessant. Ja, auf jeden Fall. Ich muss jetzt ehrlich gesagt sagen, ich habe jetzt keine krassen neuen Erkenntnisse bekommen. Muss ich gestehen, das ist alles so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja, tatsächlich. Aber ja, jetzt bin ich weiterhin der Meinung, bei Dirty Hobby Kanal können wir machen. Aber tja, ist mir ja nicht gegönnt, ne? Leute, tut mir leid. Ich hätte es euch gegönnt. Aber es ist momentan schwierig. Ne? Mal gucken, wie die Situation ist. Ja,
wo wir in den nächsten Jahren sind, ne? Ja, muss wenn ihr das Babyhaus gesehen habt. Ich wollte gerade sagen, zeig ihr mal das Babyhaus und dann frag sie nochmal und sag ihr, dass das die Zukunft vom My Dirty Hobby Kanal ist. Ja. So. Leute, schreibt uns eure Sachen in die Kommentare. Daumen hoch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.